Willkommen zurück zu Polytopia. Vorherrschaft wieder Imperius. Diesmal zwei Gegner. Wir müssen ja die Schwierigkeit auch ein bisschen erhöhen. Und da sind wir direkt drin. Und ich weiß schon einen Gegner, die Badur. Dann ernten wir mal ein bisschen Obst und erhöhen die Werkstatt. Da haben wir auch schon ein Dorf gefunden. Und was verbessern wir hier? Ich glaube, sollen wir Reiten machen? Ich habe nämlich eine Truppe entdeckt, die extrem OP ist. Und zwar der Ritter. Der hat die Fähigkeit Raserei. Und ja, ihr werdet schon sehen, was es kann. Also, gehen wir weiter. Und das ist natürlich nicht so schön hier. Aber gut, kann man nicht ändern. Es sind Ressourcen. Also, meckere ich nicht. Und noch ein Dorf, sehr schön. Noch ein Krieger einfach. Einfach noch ein Krieger. So, dann kriegen wir auch schon das nächste Dorf. Und jetzt holen wir uns hier Freigeist. Und dann haben wir schon bald Rittertum. So, gehen wir mal zu zweit mit den beiden nach da. Und hier können wir leider nicht viel machen. Lassen wir erstmal so. Gehen wir hier lang und gehen wir hier lang. Ein Dorf, sehr schön. Mit dem gehen wir dorthin. Können wir noch nicht verbessern. Ah, die Badu haben wir gefunden. Okay, ja, ein bisschen Rückzug. Ein kleiner Rückzug ist angebracht. Dafür wollen wir uns jetzt Rittertum. Ja, wir werden leider Truppen verlieren. Oh, und die Kiku. Die sind auch noch mit von der Partie. Gut, wir sollten uns ein bisschen zurückziehen. So, und dann... Oh, von wo soll ich den holen? Ich hole mal den Ritter am besten von hier. Dann hat er ein bisschen Anlauf. So, wir gehen mal hier zurück. Hier holen wir einen Krieger. Ich hätte auch einen Ritter holen können. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich bleib mal gern noch im Schatten so ein bisschen. Oder auch nicht. Gut, dann haben sie eben auch mein geheimes Versteck gefunden. Komisch, dass die beiden nicht gegeneinander kämpfen, nur gegen mich. Aber gut, was kann man machen? So, einmal geschlagen, wieder zurück. Geschlagen und hier heilen wir einmal. Noch ein Ritter. Und vielleicht noch ein Krieger. Ja, das gefällt mir jetzt nicht, dass der da so vor mir steht. Geh weg bitte. Danke. So, sollen wir es machen? Ja, komm, ich zeig's euch. Schlag nach da. Schlag nach da. Schlag nach da. Schlag nach da. Oh, okay. Schlag nach da. Schlag nach da. Ah, schade, hat nicht mehr gereicht. Aber ihr seht, ich habe Tonnen von Gegnern platt gemacht. Mit diesem einem Lauf, ja. Hoffentlich überlebt er es. Nein, wird er nicht. Ja, wird er nicht. Schade. Schade, sehr schade. Aber eine sehr gute Angriffseinheit. So, gehen wir wieder hier hin. Tor der Macht freigeschaltet. Gut, gut. Dann holen wir uns hier noch einen Ritter. Und den können wir nochmal heilen. Gut, die kämpfen gegeneinander. Ich bin ja hier eher... Ja, ich bin der Schwächere von allen. Ich würde gerne Jagen haben.
Dann hätten wir hier auch noch mal mehr Ressourcen. So, und der da stört mich. Dann gehen wir auch gleich wieder zurück. Sollen wir? Nein, lieber nicht. Wir gehen auch ein bisschen zurück hier. Den heilen wir auch einmal. Sehr schön. Schlagen wir einmal drauf. Die haben hier schon einige Upgrades, zum Beispiel die Stadtmauern. Das habe ich alles noch nicht. Ja, vielleicht holen wir uns das. Wow, wir haben einmal Gold. Einmal. Mehr haben wir nicht. Aber ich habe eine hübsche Idee. Ich weiß nicht genau, ob sie klappen wird. Aber ja, sie wird klappen. Wieder schlagen. Schlagen uns einfach durch. Okay. Okay. So. Sehr schön. Gehen wir hier hin. Schlagen so einmal. Und da kommen wir jetzt nicht mehr ran. Schlage ich nochmal so. Und dann gehe ich hier einfach hin. Haben sie scheinbar nicht gesehen. Okay. Holen wir uns einen Krieger. Und. Ja, ich glaube, der überlebt es tatsächlich. Mal gucken, was da los ist. Greifen wir mal an und übernehmen wir gleich. So, den schlagen wir auch mal kaputt. Da haben wir noch ein Dorf. Ja, bringt mir leider nicht so viel. Gehen wir mal ein bisschen vorwärts. Mit dem da auch. Und dann holen wir hier hinten noch einen Ritter. Mich hat keiner angegriffen. Sehr verwunderlich. Ich glaube, wir machen hier das Tor der Macht mal hin. Und holen uns noch eine super Einheit. Sehr schön. So, das ist unsere Hauptstadt, ja. Da holen wir uns mal Park des Glücks. Noch Ressourcen. Okay. Ja, da komme ich leider nicht weiter. Deshalb gehe ich mal lieber ein Stück zurück. Und mit dem gehe ich ein Stück vor. Machen wir so. So. Da schlagen wir schon mal zu. Und dann sehen wir, das ist komplett unbewacht. Da können wir eine Menge daraus machen. Ja, die werden mich nicht aufhalten können. Da schlage ich einfach so mal drauf. Mit dem kommen wir nicht so weit. Mit dem dummerweise auch nicht. Gucken wir mal hier. Da ist nichts. Warum kann ich nicht hier hingehen? Warum nicht? Keine Ahnung. Kann ich so gehen? Nein. Das ist ja wunderbar. Holen wir uns erstmal Ackerbau. Da können wir eine Menge Upgrades mit durchführen. Und mehr Upgrades heißen mehr Ressourcen. So, da können wir auch noch auf beiden Seiten einmal einen Bauernhof machen. Ich glaube, ja komm, wir machen Bevölkerungswachstum. Und das hätte ich ja auch machen sollen. Machen wir so und da heilen wir einmal. Okay, was die da machen, ist absolut bescheuert. Ich kann nämlich einmal so machen, so machen, so machen. Da komme ich leider nicht ganz durch. Dann lassen wir das erstmal so, wie es ist. Da komme ich nicht hin.
Aber hier komme ich hin. So, hier kann ich hier hin und so hin. Können wir uns da schön durchschlagen. Dann einmal heilen. Und dann schlagen wir da drauf. Ja, ich lasse das lieber, weil der Verteidiger schon noch recht stark ist. Auch wenn man da mit dem Ritter raufhaut. So, natürlich hier den Bauernhof fast vergessen. Aber nur fast. Und noch einen hübschen Ritter. Ja, keine Chance. Ich habe hier die gesamte Macht. So. Das ärgert mich jetzt mit dem. Weshalb ziehen wir uns besser zurück. Hier können wir auch einmal draufschlagen. Machen wir so. Und da schlagen wir einmal so und einmal so. Ja, okay, der hat in etwa genauso viel Schaden gemacht wie wir. Hier könnten wir noch einen Ritter ausbilden. Das können wir ja auch endlich übernehmen. Und dann noch ein paar Ritter. Einfach ein paar Ritter. Weil man eigentlich nie genug haben kann. Man kann alles voll spammen mit Rittern. Gut, mit dem da schlagen wir einmal da drauf. Und mit dem da gehen wir hier hin, schlagen da hin, schlagen da hin. Den da müssen wir unbedingt heilen. Gehen wir hier hin. Ritter. Ja, machen wir so. Der da blockiert uns, dahin zu laufen, glaube ich. Machen wir trotzdem so. Machen wir so. Und da an den will ich noch nicht ganz rangehen. Aber können ja schon mal so ein bisschen hierhin verteilen. Und auch vielleicht so langsam segeln gehen. Oh. Okay. Ja, das wird kein Problem sein. Hier müssen wir einfach nur mal so raufschlagen. Da warten wir noch eine Sekunde oder wir gehen einfach hier rüber. So. Und das da möchte ich nicht. Lass das bitte. Da schlagen wir hier rauf, da drauf, da drauf, da drauf. Und hier haben wir noch den da. Und den hätte ich eigentlich nach oben schicken sollen, ja. Hier haben wir erstmal nur einen normalen Krieger. Und hier auch noch einen normalen Krieger, aber hier dafür ein Ritter. Und jetzt holen wir uns endlich die Fähigkeit zu segeln. Aber, ja. Das interessiert mich relativ wenig. Da schlage ich einmal so rauf. Da müssen wir unbedingt noch was machen, aber hier haben wir es zumindest schon mal geschafft. Ich glaube, wir sind auch kurz davor, ja, die Badur zu vernichten. Mit dem würde ich eigentlich gerne erstmal nach hinten gehen. Ja, da kann ich leider nicht viel machen gerade. Mit dem können wir auch nicht viel machen. Aber da können wir schon mal so einmal schlagen. Da schlagen wir einfach mit den beiden Kriegern ganz normal zu. Deren Schlag ist ja nicht so ganz kraftvoll. So, Walfang bringt uns zwar nichts, aber egal. Okay, unter dem
ganzen Gewimmel. Da habe ich was gesehen, was ich ganz nett finde. Und zwar das hier. Ich kann das jetzt angreifen. Und kann ich einmal so draufschlagen. Ja, und mit dem werde ich es wahrscheinlich kaputt machen. Aber egal, können wir ja nochmal so drauf gehen. Da schlagen wir wieder auf dieselbe Stelle. Schlagen wir einmal so, schlagen wir einmal so. Einfach kreuz und quer überall hin. Einfach nicht drauf achten, was einem vor der Nase rumläuft. So, dann holen wir uns Navigation. Und dann Wassers. Die werden ja natürlich automatisch geheilt. Also die, die noch einen Zug frei haben. Okay, die Xinxi werden gefährlicher. Aber die Bardo haben wir schon mal. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Und werten mal komplett auf. Und holen uns dann das. Der da ist gefährlich, den mag ich nicht. So. Schön einmal weg. Dann segeln wir mal ein bisschen raus. Und schauen mal, was so los ist. Da können wir auch schon mal ganz nach vorne gehen. Und ansonsten gibt es nichts weiter zu machen. Okay, ich fahre jetzt erstmal weg mit dem Schlachtschiff hier. Und halte die zumindest schon mal auf. Da mache ich so. Schlag den einmal, schlag den einmal. Dann sollten die schon mal geschwächt sein. Dann können wir hier hinfahren. Das ist ein Reiter, aber mit einer ganzen Menge Leben. So, da können wir hier hinfahren und schon mal gucken. Hier mache ich noch einen extra Hafen. Gehen wir rein. Hier kommt auch schon das erste Upgrade. Ja, du gehst leider in die falsche Richtung. Der hat mir gar nichts gebracht. Ich wollte, dass er hier erkundet. Aber gut. Was kann man machen? Den heilen wir einmal. Ja, wir werden hin und wieder ein paar verlieren. So, mit dem hier, da haben wir was ganz Interessantes zu erledigen. So, und dann können wir den einmal heilen. Jetzt schneiden wir die weiter hinten ab. Die vorne interessieren uns erstmal nicht. Hier haben wir einen Ritter. Der wird uns leider nicht viel bringen. Ach, hier hört das Reich auf. Ich dachte, da fängt Neues an. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Den heilen wir. Den müssen wir auch noch heilen. Den heilen wir auch einfach mal. Und der hat viel Leben. Den können wir auch einmal aufwerten zum Schlachtschiff. Und nochmal extra Krieger hier hinten hin. Krieger, Krieger zur Verteidigung. So, mit dem können wir hier hingehen. Sehr schön. Hat leider immer noch nicht gereicht. Aber wir können immerhin schon mal einige zubomben. So, der hat nicht viel Leben. Der auch nicht. Den schicken wir einmal dahin. Die kommen alle hier hin. Oh, das ist nicht so schön. Den müssen wir helfen. Ja, ich weiß, ich wollte das nicht machen, aber muss ich mal kurz. Ich will nämlich nicht unbedingt Truppen verlieren. Und einfach nochmal hier. Schießen wir den ab. Schlagen da einmal drauf. Läuft doch. Läuft sehr schön.
Jetzt können wir auch den da angreifen. Wir wachsen so langsam mit der Herausforderung mit, hier zu überleben. Können wir hier hingehen, den so einmal beschießen, den so einmal beschießen. Ja, den können wir auch noch einmal schlagen. Ich komme soweit, sehr schön. Dann würde ich hier vielleicht den da abschießen, weil der am gefährlichsten ist. Dann können wir die da einfach so abschießen. Ja, okay. Reicht. Wir haben die Stelle schon untersucht, da ist nichts. Wir bauen einfach noch mehr Hafen. Häfen. Und mit dem gehen wir hier hin. Dann haben wir es auch eigentlich fast geschafft. Ja, komm, den verbessern wir auch. Wir haben ja genügend. Haben wir das? Naja, machen wir einfach noch einen Hafen hin. Dann sieht es schon besser aus. So, dann können wir hier noch so machen vielleicht. Ja, das hat nicht gereicht, aber das hat gereicht. Können wir hier hinfahren, überall mit den Schiffen hinfahren. So, wer weiß wie lange noch? Ich glaube nicht mehr lange. Wir sind ja auch schon in den 20 Minuten drin. Dass es immer noch nicht reicht, nervt. Aber jetzt haben wir es. Hier zumindest. Jetzt schießen wir hier einmal. Und drauf. Da können wir noch einmal befördern. Oh nein. Ja gut, ein Dorf haben wir schon mal. Ein Dorf haben wir. Und weil wir die Ressourcen haben, einfach keine Gnade, einfach drauf mit Dutzenden von denen hier. Das wird unser letzter Krieger dann sein. Den werden wir dann einfach da auf die Insel schicken oder auch nicht. So, schicken wir den drauf. Jetzt aber. Es ist vorbei. Dann haben wir die Kiku auch zerstört. Sehr schön. Hat gut geklappt. Haben natürlich nicht alles hier bekommen. Aber das waren auf jeden Fall hier die Ritter. Eine sehr starke Truppe. Und 88%, nicht schlecht. 2 Sterne. Natürlich, wie immer, zu viele Züge gebraucht. Aber ich denke mal, das ist nicht allzu schlimm. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.